Hallo, wie schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Wie du siehst, möchte ich heute gerne mit dir wieder mal über den sogenannten Definitionsbereich sprechen. Ganz konkret über den Definitionsbereich von einer Logarithmusfunktion. Was war nochmal der Definitionsbereich? Nun, der Definitionsbereich war im Endeffekt der maximale Zahlbereich, den man in eine Funktion einsetzen darf. Und grundlegend kannst du dir merken, man darf alle Zahlen einsetzen, bis auf in drei Typen. Diese drei Typen können Ausnahmen haben, müssen allerdings nicht. Und diese drei Typen sind die gebrochenrationalen Funktionen, die geraden Wurzelfunktionen und eben, wie jetzt hier in diesem Beispiel, die Logarithmusfunktion. Bei Logarithmusfunktionen ist es immer so, dass das Argument, also das, was in der Klammer steht, größer als 0 sein muss. Das heißt, wenn es irgendwelche Zahlen gibt, die man hier einsetzt, sodass der Ausdruck, der jetzt hier in dieser Klammer steht, negativ oder 0 wird, dann begeht man einen mathematischen Fehler. Das darf nämlich nicht der Fall sein. Also, wenn wir jetzt so eine Logarithmusfunktion sehen und wir den maximalen Definitionsbereich bestimmen sollen, also den Zahlbereich, den wir einsetzen dürfen, dann schnappen wir uns einfach mal dieses Argument, also den Ausdruck, der jetzt hier in der Klammer ist. Das habe ich jetzt hier als Regel mit a von x bezeichnet und setzen es größer als 0. Das heißt, wir berechnen jetzt einfach mal den Bereich, den wir tatsächlich einsetzen dürfen. Denn wenn es größer als 0 ist, geht alles klar. Wenn es 0 oder negativ ist, dann dementsprechend nicht. Also schnappen wir uns jetzt hier 2x minus 4 und setzen das Ganze größer als 0. Du siehst, es entsteht eine relativ einfache Ungleichung. Falls du noch Probleme beim Lösen von Ungleichungen hast, ist es ein ganz guter Zeitpunkt, dieses Thema mal aufzufrischen. Aber grundlegend behandelt man ja so ein Ungleichheitszeichen genauso wie ein Gleichheitszeichen mit zwei Ausnahmen, wenn du durch eine negative Zahl teilst oder aber wenn du mit einer negativen Zahl multiplizierst, dann drehst du die Richtung um. Aus so einem Zeichen würde dann so ein Zeichen werden und, oder dementsprechend andersrum. So, wir sehen jetzt hier allerdings auf der linken Seite eine lineare Funktion 2x minus 4. Das heißt, wir haben nur eine Potenz von x. Wir können also einfach nur nach diesem x auflösen. Das heißt, durch Gegenrechnung natürlich, hier würde ich mich als erstes an deiner Stelle um diese minus 4 kümmern. Also verrechne ich diese Ungleichung mit plus 4. Denn dann verschwindet hier diese minus 4 auf der linken Seite. 2x bleibt übrig, ist größer gleich, denn ich multipliziere oder dividiere ja hier jetzt gerade nicht durch eine negative Zahl. Und auch bei einer Ungleichung heißt es immer beide Seiten verrechnen. Für rechts rechne ich dann 0 plus 4. 0 plus 4 ist 4. Jetzt muss auch natürlich diese 2 vor diesem x weg. Und denk dran, zwischen einer Zahl und einer Variable, wenn dort nichts steht, ist immer eine Malrechnung. Also da steht 2 mal x. Und die Gegenoperation zur Multiplikation ist die Geteiltrechnung, also die Division. Also teile ich jetzt einmal diese Ungleichung durch 2. 2 mal hebt sich weg, x bleibt übrig, genau das, was wir haben wollten. Ich teile hier gerade durch eine positive Zahl, also muss ich die Richtung nicht umdrehen. Und ja, 4 geteilt durch 2 ist 2. So, jetzt siehst du auch schon im Endeffekt die Zahlen, die man einsetzen darf. Alle x, die größer als 2 sind. Du kannst mal eine Gegenprobe machen, nimm mal die 1. Wenn du die 1 hier einsetzen würdest, würde da stehen 2 mal 1, das ist 2, 2 minus 4 ist minus 2, ln von minus 2. Das funktioniert nicht. Der Logarithmus ist nur definiert, also nur definiert für positive Zahlen, selbst nicht für die 0. Die 2 darf also auch nicht rein. Denn 2 mal 2 ist 4, 4 minus 4 ist 0, würde auch nicht funktionieren. Also alle Zahlen, die größer als 2 sind, die dürfen wir einsetzen. Und jetzt muss es natürlich auch noch eine Möglichkeit geben, genau diesen Zahlbereich darzustellen als Definitionsbereich. Ein Definitionsbereich gibst du eigentlich immer mit so einem D an, das so zwei senkrechte Striche hat. Und jetzt kommen erstmal, wir sind in der Schule oder im schulmathematischen Bereich, beziehungsweise in dem Bereich der reellen Zahlen. Es sind alle reellen Zahlen, so, also alle Zahlen, die du kennst, positiv, negativ, periodisch, Brüche, Dezimalzahlen und so weiter. Und jetzt kommt die Einschränkung ins Spiel, solange sie größer als 2 sind. Das ist dann auch schon der maximale Definitionsbereich von dieser Logarithmusfunktion. Hier noch ein kleiner Tipp. Schau gerne mal in die Playlist Definitionsbereich rein. Da findest du ja schon ganz, ganz viele weitere Beispiele, auch zu den anderen Funktionstypen, zu den gebrochenrationalen Funktionen, zu den Wurzelfunktionen und so weiter und so fort. Und für diejenigen, die unser Skript haben, GK, LK, in beiden Analyseskripten ist der Definitionsbereich komplett erklärt mit Beispielen, mit Übungsaufgaben, mit Lösungen. Schaut da gerne in das jeweilige Kapitel rein, arbeitet das gerne durch. Und für diejenigen, die das Skript noch nicht haben, sich aber dafür interessieren, schaut es euch gerne in unserem Shop an. Vielleicht ist es ja etwas für euch. Und ja, wie gesagt, das war's von mir für heute. Ich wünsche dir wie immer viel Erfolg beim Lernen und ich hoffe, dass du beim nächsten Video auch wieder mit dabei bist.